Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander Forged Alliance. Na, Teacher, du hast kein einziges Mal rumgeschrien, seitdem wir die mit der Community machen. Machen immer noch Community Action, jetzt 4 gegen 4, Gap of Rowan, in meinem Team der Crazy Ness, Yu-Gi-Oh! Hi. Hatice und ich und im gegnerischen Team Flying Thunder, Icarus Chan, Suicide Black Sun 7 und habe ich irgendwen vergessen? Der Sebastian, genau, von uns. Gut, starten wir mal. Du bist auch Seraphim? Wir haben gar keinen Cybron. Ja. Warte, ich bin random, vielleicht bin ich jetzt Cybron. Nee, wenn du jetzt nach Seraphim bist. Warte auf andere Spieler. Nee, aber eigentlich ist das, glaube ich, wirklich unbalanciert. Weil der ist 1500er. Der Marcel ist ein 1100er. Nein. Nicht er. Dann müssen wir mal gucken, dass es nicht leckt. Oh, es leckt ein bisschen. Ja. An wem liegt's? Ja, es geht gerade. Obwohl. Liegt es auch also, nee, an der Map liegt's nicht. So viele Masse-Extraktoren. Wetten ja. Wieder an mir. Dann sag ihm, er soll aus der Playsee rausgehen. Das ist nämlich sonst Kacke. Es liegt an dir. Was er ja. Hier macht. Guck mal, bei 3 gegen 3 ging's aber. Ja, aber da hat er vielleicht nicht gezockt oder so. Guck mal, macht dein Kumpel irgendwas, weil eben ging das ja. Ja, eigentlich, wir haben vorher war sogar noch der Playsee drin. Weil das merkt man daran, weil du nicht mehr reden kannst. Also wenn du redest. Dein Teamspeak ist alles abgebrochen. Ja. Hören wir dich nicht so richtig. Mega Leute. Kann ich auch noch rausgehen? Nee, rausgehen ist keine Option. Das, ja, das wäre ja ein Vorteil für uns, wenn du rausgehst. Massevorteil. Ja. Ja. Was macht ihr denn gerade noch im Internet? Ja, guck dich hin. Oder schau mal, was machst du gerade im Internet? Pornos angucken. Ja. Ich frage, ob er irgendwie mal kurz mal 10, 15 Minuten damit aufhören kann. Mach mal Handy aus. Mach 20 Minuten Handy aus, so geht's andere Internet. Beiden. Dann geht's noch. Ich will gleich eher Unterstützung in der Mitte haben. Jetzt mach das scheiß Handy aus, Junge. Habt euch lieb. Ihr sollt euch nicht streiten. Ja, ey, komm hier, komm. Ihr könnt selber mit dem reden, ey, der hört nicht auf mich. Ja, Teacher, ihr sorgt dann für Unterstützung, okay? Genau. Und macht hier zu. Wer macht er? Ja, ihr beide. Ja, okay, mich. Mit Mauern oder wie meinst du das? Mit Mauern macht ihr ja, irgendwie, dass da keiner durchkommt. Oh. Weil das ist. Jetzt geht's halbwegs. Ja. Bau gleich mit er. Aber ich muss erstmal ein bisschen hier auf Vordermann kommen. Soll ich mich wieder hoch? Glory to the princess. So süß kennen die sich. Irgendwie habe ich immer Energieprobleme am Anfang. Aber hier ist doch bald zum Reclaim. Nein! Oh, so weit weg. Ich glaube, jetzt ist gleich meine Maus. Oh, Flying Thunder ist schon in der Mitte. Oh oh.
gleich auch alle da. Ich versuch mal deine, versuch mal einen Scout auf nicht feuern und, ich werde dann einfach in die Basis reinrennen. Ich glaube manchmal, sehen die einfach nicht, bleiben einfach stehen. Nehme ich gleich ein. Alles klar. Judo, du hast da oben noch einen Massepunkt. Ich bin noch dabei. Bei den Engines herumlaufen. Auch schon irgendeine Masse. Ah ja, die Normen da in der Mitte Wasser. Ich produziere, mach mal schnell zwei Fabriken hier auf, dann lasse ich die einfach nur Artillerien machen, dann rennen wir da rein. Back. Hängt's gerade? Da stieg einer raus. Ah, jetzt. Oh, die haben alles genommen. Oh, fuck. Ja, hier, schnell, wir müssen ihm helfen. Alter! Judo, runter. Ja, schon so viel. Die ACUs sind offen. Hat er eine Masse oder so gezogen? Schaffst du das? Muss er. Komm, wir schaffen. Ja. Ahnung. Ich guck mal in meine Tasche, da sind in dem Fach oben. Und ich brauch mal ganz schnell. Ja, in dem Fach, in dem kleinen Fach. Ey, vorne in dem kleinen Fach. Ey, da oben. Das kleine Fach. Jetzt geh in das kleine Fach! Ich muss mir klar machen, wo meine Tasche das kleine Fach ist, damit er mir Batterien gibt, weil meine Maus alle ist. Wo ist mein Commander? Da. So, ich Probleme beim Spielen, wa? Batterien drücken. Was sind Batterien drücken? Okay, weiter hier zurückdrücken. Ja. Die sind alle hier. Ding droppt. Scheiße. Wo ist ein Drop? Bei mir. Okay, da. Versuch mit deinem Bomber die gedroppten Einheiten zu killen. So. So, endlich, warte, endlich kann ich. Stepp, ey, ich hab einfach keinen Abfangjäger mehr. Nur Scouts gebaut. Ohne Scheiß, der Flying ist keiner. Ist kein 300er, 400er. Natürlich nicht. Wie ist da irgendein Smurf zum Opfer gefallen? Ach, Quatsch. Wenn da hat der Upgrade. Ja, wahrscheinlich kennt seit nicht in FFW gespielt. Versuch mit deiner Arti auf Distanz zu bleiben. Okay. Fuck you. So. Ich bin verwirrt. Sag doch, es gibt so Momente, da dreh ich durch. Allen drei Angels. Dann ACU. Ich krieg mich mal schnell auf T2 hoch, ja? Mhm. Wenn er mir helfen möchte. Ich hab leider keine Masse. Ich hab genug Masse. Ging eher um Strom. Mach mal mit deiner Arti ein bisschen Druck hier. Also wenn eine Masse braucht, einfach Bescheid sagen. Ich hab mehr als genug. Masse? Ja. Also hab ich gleich, wenn der nächsten beiden auf Tick 2 sind, genug. 6 auf Tick 2, da reicht das erst. Einfach über den Berg schießen auf die ICUs.
Ja, einfach auf die ICOs. Besten auf die von Flying Thunder. Oh, ich hab keine Energie mehr. Das mach ich gerade. Ja. Ich will noch nur über die Stelle rüberlaufen, oder? Oder? Ja, ja. Mach das Radar kaputt. Zieh dich zurück, zieh dich zurück. Ach, scheiße. Ich hab das Radar kaputt gemacht. Genau. Genau so, immer so ein bisschen poken. Okay. Hast du vielleicht Energie für mich? Leider nein. Ich tag grad meinen Commander. Ich hab gleich T2 Power. Hey, ich merk grad, die T6-T2 Macris ziehen ganz schön Energie. Okay. Ich bin gleich fertig. Wollt ihr vielleicht noch kurz ins Radar irgendwie, ja? Ja. Ich baue eins. Aber nur T1 bitte bauen. Ja, ich baue nur T1. Weil T2 braucht zu viel Power. Kannst du dir jetzt den Scout, der beim SU steht, vielleicht da hochschicken? Ein Commander ist auf T2, soll ich hier irgendwie eine T2-Verteidigung hinhocken oder sowas? Ja, Moment. Mal. Hier auf den Hügel. Dann sind die Hügel im Weg. Ach Scheiße. Komm ich da hoch mit dem Commander? Ja, du kannst dich ja neben den Hügel stellen und dann da oben bauen, quasi. Okay, das heißt, wir machen gleich wieder kurz Druck, ne? Ja. Ich brauch jetzt erstmal meine Energie. Okay. So, wer braucht jetzt Masse? Ich habe jetzt genug. Vielleicht kommt mein Commander vor. So, neues Radar steht. Alles klar. Kannst du mit meinem Commander gerade upgraden helfen? Ich habe jetzt meinem gerade die. Ah, die Bounty 2 Verteidigung. Jo. Mach Go mit deiner Arti. Einfach drauf. Okay. Einfach da drauf. Ich soll nicht T2 verteilen, das ist T1. Ja. Ist der Commander tot, oder? Wenn ich die alle schießen lasse? Bald tot. Scheiße, hat irgendjemand Energie? Ja, ich habe Energie. Okay. Ich dachte kurz ein bisschen. Okay, der erste T2 steht oben drauf. Nice. Schick mal deine Bots vor, ein bisschen. Wir brauchen immer noch Luft. Dann können wir die weiter zurückbringen. Mhm. Nur Interceptors bauen hatte ich ja. Okay, da machen wir jetzt mal Druck. Wir gehen auf den Orangen, okay? Mhm. Ich habe keine Interceptor. Ja, solltest du bauen. Nicht Bomber. Bomber sind, wenn du irgendwas angreifen willst. Aber wir brauchen Air Control. Also irgendwas, was Luft anhat. Achtung! Ich brauche was? Ja. Hallo, wo ist hier? Naja, ich komme. Bau eine T2 Flak. Ein bisschen zurück, Moment. Da sind die Commander mit T2, was soll ich machen? Vordringen oder weiter stehen bleiben? Bauen. Ein bisschen immer weiter vor quasi. Bauen ein Schild. Wir sehen generell zu wenig. Ja, sollen sie. Und jetzt kommt seine Archie auch noch. Baut doch die Lager weiter, ne? Sag mal, hat die Luftunterstützung hier vorne? Ich brauche irgendwas. Die Kanonenboote nerven mich tierisch. Mhm. Haben T2 Flak. Okay,
So, ich hab die weiter zurückgeschlagen. Push mit meinen Tanks durch. Könnt ja gleich auch ganz schnell Tick 3 Look zu kommen. Warum WTF? Oh, so viel T1. Nur mit Aircover vorpushen. Du brauchst oben Anti-Air, die haben ziemlich viel T1 Gunship. Ja, brauch ich ja gerade. Brauch ich ja jetzt gleich. Brauch nochmal ein Tick 2 oder zwei Tick 2 Generator und dann baue ich Tick 3 hoch. Bau vor allen Dingen auch ein bisschen TMD. Meinst du mich? Was? Meinst du mich oder wen meinst du? Ja. Was ist TMD? Tactical Missile Defense. Okay. Taktische Raketenabwehr. Ey, die helfen, die machen kein Update, die reparieren sich gegenseitig. Die machen ihre SU. Okay. Warum auch immer. Nochmal vordrücken oder so. Hier hingehen und den ein paar Wasserpunkte kaputt machen. Weil Flying Thunder ist derjenige, der die meisten Punkte hat. Kannst du mal rüberfliegen, Herr Teacher, dass wir mal sehen, wie es da ausschaut? Meinst du, der war derjenige, der am meisten Punkte hat? Ja. Das ist richtig. Einfach mal hier, dass wir mal sehen, was da passiert. Dass wir kurz mal entscheiden können, ob wir nicht mal vielleicht doch nochmal ein bisschen zurückschlagen. Können wir da durchgehen? Auch irgendwer Masse oder so? Na, das ist wie T2, aber wenn wir oben bewusst lang gehen, dann umgehen wir die Verteidigung von denen. Oder? Ja, also, die haben ja. Ja, genau, da unten sind. Wenn wir hier lang gehen, dann gehen wir doch an die Verteidigung vorbei. Mhm. Und gehen aber genau. Wir wissen aber nicht, was die oben haben. Ja, dann sieht schon nochmal oben gucken. Mal, oh, der hat auch schon viel Bomber. Ja, die wollen snipen. Bau mein Schild in der Mitte, ganz schnell. Auch irgendeine Masse oder so? Schild, ja. Genau da. Genau. Gerade hinter dem Berg. Okay, sollen wir einfach hochgehen? Weißt du, da wo deine Typen gerade lang gehen, soll ich da mitgehen? Nee, ich guck nur hier ein bisschen quasi. Ich würde es machen, weil dann können wir da was freiräumen. Ja, ich mach gerade den T2-Max da weg. Ja. Genau, und jetzt musst du deinen Commander auch unter Schild stellen am besten. Ah, gut gemacht. Alles klar. Ich habe das Gefühl, richtig schon lange Supreme Commander zu spielen. Hm? Ich habe das Gefühl, dass ich schon lange Supreme Commander spiele. Ja, ich meine, der hat 1500 oder noch. Nein, ist doch nicht schlimm, das ist nur Sarkasmus für mich, das hat nicht gut gemeint. Ich finde es gut, dass mir jemand sagt, wie man spielen soll. Ja, hier sind Tech 1 Gunships. Ja. Ja, zieh deine Arti zurück. Nicht viel. Obwohl, die sind jetzt tot. Frage, warum sehen wir da eigentlich alles? Seraphim Scout. Wenn Seraphim Scout stirbt, dann sieht man für 20 Sekunden oder so alles im Umfeld, wo er gestorben ist. Ich dachte, er hat dieses komische Auge da gebrochen.
Soll ich, was soll ich bauen? Abfangjäger oder strategische Bomber? Du hast schon Tech 3. Ja, ich brauch erstmal Power, Energie. T3 Energiegenerator erstmal. Bauen habe ich genug. Du musst hier aufpassen, ey. Kannst du damit deinen T1 Bomben wegmachen? Ja, ich baue hier unten E-Verteidigung, von daher glaube ich gerade. Alles klar. Ich bin jetzt auch auf T2 am Boden, macht die Assault-Bots von Seraphim. Oder soll ich versuchen, Experimente zu bauen? Nee. Nee, kein Risiko. Ich baue jetzt Percys. Was war wann die heftigen, ne? Waren Titans oder Percy? Was waren die heftigeren? Die Percys. Achtung! Ja. Mach mal ein bisschen Ärger. Darf mal gucken, wie schnell ich so einen Tech 3 Generator hochziehe. Ich hab keine Energie mehr. Ist da denn zufällig Energie für mich überhaupt? Nein. Warte, schäm dich. Ja, wie gesagt. Brauchst du Energie. Ja, der Tech 3 ist eh fertig. Selbst ohne. Jetzt habe ich genug Energie, um ganz viel zu bauen. Runterholen oder was? Mhm. Warte, dann komme ich doch mit. Bombs. Da steht ein Scout von ihm bei mir in der Base. Ja, mein erster ASF kommt raus. Achtung, du bist gesniped! Schnell weg! Beweg dich links, rechts oder geh in dein Schild. Oh, du bist in deinem Schild. Mein ist so. Der Julio braucht Hilfe. Ja. Brauchst du immer noch Strom? Ich hier unten, mein Lanzen. Baue eine T2, Flak. Oh, da ist ja, schon viel. Der versucht die Power zu snipen, ja. Ja, besser als ich. Ja, das wird jetzt mit ihm folgen. Na ja, dann kein Radar mehr. Na gut, gut, der hat einen Samen-Launcher, gut. Nice. Sehr gut. Trotzdem, pass auf, Mann. Geh da weg. Wir brauchen dann ganz schnell wieder ein Schild für ihn. Er hat noch zu viele Flieger, die. Bauen Sie zwei Schild mit deiner SEU. Einfach ein Schild. Direkt neben dich. Fliegt ihr nicht, ihr Mist. Achtung, die sammeln sich schon wieder oben wieder. Seht ihr? Der blaue fliegt gerade nach oben. Ja. Die wollen dich. Genau. Und auf der anderen Seite noch eins. Ich hab meine Endlich hier an die ASS packen. Und ich habe nur 3 Abfangjäger. 3 Tech 3 Jäger. Warte, ich habe auch gleich Tech 3. Gib mal Gas. Okay, warte, ich baue jetzt mal das Schild wieder auf. Mach das Schild direkt mal wieder auf Tech 3 anstatt Tech 2 nur. Achtung, da kommt Flieger zur Atici rüber. Das sind Scouts. Wir haben T2 AT. Wo steht dein Commander eigentlich? Also neben meinem. Ich mach grad Tactical Missile Upgrade. Scheiße. Brauche ich den Commander hier vorne eigentlich oder soll ich ihn zurückziehen? Kannst du ihn zurückziehen? Server knapp, ey.
werde jetzt aber gleich einen Push starten. Ja. Ich schieße hier Raketen, ne? Ich schieß gerade Raketen von der Mitte aus raus. Ich, ja. Nee, ich. Du auch? Ja, aber ich habe einen Launcher gebaut. Nice. Dann mach ich da mal mit. Probier's mal diesen Achtung, den Bastion. Die kommen hier oben drüber. Ja, weißt du nix. Ich hab gleich Tech 3 Bomber. Wenn ich jetzt so ein Hive baue, repariert er mich oder macht er die Fabrik? Du kannst mit dem Hive Rechtsklick auf dich machen, dann repariert er dich. Ja, soll mich ja nicht reparieren, das ist ja. Dann kannst du Rechtsklick auf die Fabrik machen mit dem Hive. Warum nicht automatisch? Vielleicht auch auf T3 am Boden? So, ich hab übrigens C3 Bomber. Ich bin jetzt noch C3, genau. Ey, die sind ja hier runtergekommen hinten. Wo? Blöd. Ja, ich hab Check 3. Der Bomber. Oh. Lol. Der Busch. Ja, aber das ist nur ja, eh. Ja, ist. Trotzdem blöd. Oh, das geht ja auch jetzt hin ohne. Ja. Wir haben bei ihm. Ploppen. Was? Hier, unsere Schilder werden da weggebombt. So, die haben mein Radar kaputt gemacht. Ich grab mal so auf. Zum Beispiel eine Runde. Achtung, da schießt irgendwas auf euch. Rakete oder Arti, eins von beiden. Aber guck mal, wie viel Arti, guck mal, wie viel Arti da steht. Arti schießt auf euch. Aber ich glaub, Arti da steht. Arti. Soll ich mal zu dem blauen runtergehen? Mit meinen Artis, meinen T1 Artis, die sind dir eh egal. Achte mal auf meinen strategischen Bomber. Der macht Glück jetzt, weil alle seine Artis auf einen Haufen stehen. Das wird das ist nicht meine Runde. 51 Artis weggeholt. Gerne. Hab's down. Arti schießt auf dich. Hier die, Das war eigentlich eine gute Idee. Soll ich mal irgendwo rechts mit der Luft? Ab vom Jäger. Guck mal was, scoutet mal, dass wir die anderen, dass wir mal wissen, was wir den anderen wissen. Kannst du scouten? Weil du hast ja Check 3, scout mit denen da. Also ich hab dir vom Blauen hier einiges kaputt gemacht. Moment, ich kann die Jäger rüber. Ein Jäger Altan erstmal, sieh nämlich. Schild ist kaputt von deinem Kommando. Da kannst du jetzt helfen, kaputt zu machen. Wir brauchen einen Abfangjäger hier. Jo. Warten wir in der Luft. Start die Trägerschiff. Der T3 Luft? Der hat aber ganz diese komischen Chips gebaut. Hat einer Masse schnell? Ja. Helf mal hier unten den Typen da kaputt zu machen. Dann gebe ich dir alles, was du willst. Ja, Moment, ich hab einen Abfangjäger.
Achtung, oben, wir werden oben angegriffen. Oh, das war knapp. Wurde fast gesniped. Wo ist der Blaue hier unten? Der steht unten, steht genau da. Dann mach ihn kaputt. Bitte. Ja, voll. Ja, so. Anders. Ja, da kommen jetzt den ganzen Artis auf euch zu, ne? Ja. Lila, ne? Ja, aber es ist nur Tech 1 Artis. Ey, der baut auch einen Transporter und will weg. Glaube ich das wohl nicht, oder? Schafft er aber nicht. Ja, der ist tot. Jo. Und die Hälfte meiner Jäger auch. Die beim Lexan hinten rein. Was? Nee, den Lexander war gerade umgebracht, ne? Mhm. Ja, dann hier bei Icarus war Marcel, gehe ich hin rein. Was war das denn jetzt? Wieso immer auf mich? Mal irgendjemand ein paar Gunships in die Mitte? Kann ich dir gleich einen Monkey schicken. Ah, oh, da kommen Beach Tanks, alles klar, nice. You seem to have courage. Intelligence seems to be lacking. Das oben ist nochmal geil, wir müssen mal gucken. Da ist Verteidigung. Oder irgendwas. Was auf uns schießt. Ein bisschen Masse. Noch 2000 HP. Was schießt da oben auf uns? Weißt du das? Ach, Tick 2 Verteidigung. Ein bisschen zu Tick 2 Verteidigung. Aber machen wir mal den Strom einfach kaputt schon mal. Ja, ich hab Monkey fertig. Oh, guck mal da. Was ist denn da? Geht der da oder was? Artillerie. Ziemlich viel Artillerie. Sag doch die ganze Zeit Arti schießt. Ah ja, ich weiß. Aber ich wusste nicht, dass er so viel hat. Da, Sebastian. Das ist extrem viel, ja. Und ausgeglichen bedeutet, dass am Ende dann keiner stirbt oder was? Auf dem Boden? Crazy? Was? Deine Flieger liegen oben auf dem Boden. Jo. Braucht irgendjemand Masse? Hat man nicht. Ich renne jetzt beim Sebastian rein. Ein paar einzelne Einheiten.
Mann, die haben so viel PD. Das ist jetzt geil. Drei Bots haben es durchgeschafft. Warum legt sie jetzt so krass? Dein Freund wieder am gucken oder was? Keine Pornos in dem Alter. Erst ab 16. Wie ist sie? Kindes. Das hat teammäßig sehr gut funktioniert hier. Ich hab gar nicht mitgemacht. Gestern hat's ja auch funktioniert. So. Bisschen. Ich hab echt nicht mitgemacht. Ohne dass ich untertreibe. Ein paar Sachen neu dazulernen, das fand ich gut mit dem Crazy, da hat man in die richtige Richtung gelaufen. Ich habe nicht mitgemacht. Ach, der hat auch dir noch gesagt, was du machen sollst. Ich habe nicht mitgemacht. Auch wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre es gar kein Unterschied gewesen. Kannst dann gleich die Jungs wieder hier hochschieben. Wer hätte die untere Seite gehalten? Du hast es gemacht. Hat gar nicht angegriffen. Ich hatte da nichts zu halten. Ja, warum wohl? Ich hatte da einfach nur eine Mauer gebaut, das war's. Ja. Das ist ja Sebastian, aber wenn's gerade vorbei. Okay, dann kannst du sie nochmal hochholen. Dann. Das war scheiße. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Also wir sind noch in der Aufnahme. Ich muss euch mal reinschieben. Ich fühle mich sehr tot. Eindeutig gewonnen, die Spinne gehört uns. Ich war. Wir wollten dem Blackstone einfach nur einen Gefallen tun. Bevor er es macht, machen wir es, ja? Hab ich doch hingeschrieben. Warum seid ihr am Anfang nicht eigentlich nicht gegangen, um die Wachsender-Mitte zu reclaimen? Wir waren einfach nur zu langsam. Ja. Aber. Und dadurch habt ihr dann gewonnen. Manchmal ist es das einfach. Wir waren ja, also ich war ja da, aber dann bin ich zurückgegangen und hab erstmal Fabriken gebaut. Zwei Stück. Und dann bin ich erst in die Mitte gegangen. Ich war schon in der... Das, dieses Spiel wieder. Hätten meine Tech-2-Bomber nicht irgendwie sich geweigert, beim ersten Mal zu droppen, wäre Judy auch draufgekommen. Und dann hättet ihr keine Spinne. Dann hättet ihr auch keine strategischen Bomber. Ich hab nicht mitgemacht. Ja. Supreme Commander ist halt kein Spiel der Konjunktive, ja? Ich hab nicht mitgemacht. Das ist keine Konjunktive. Ja, das haben wir eben gerade erklärt, warum du nicht mitgemacht hast. Weil der Black Sun nicht angegriffen hat dich. Ich hab echt... Du hättest mich locker angreifen können, ich hatte eigentlich nichts. Ich hatte nichts, ich hatte nicht eigentlich nichts, ich hatte nichts. Aber wenn du nichts machst, warum sollten wir dich dann angreifen? Du warst doch eine Frage. Du hattest Bodenflak und Bodenpunktverteilung, sonst wäre ich schon jetzt bei dir rein marschiert. Tick 3 Luft hast du auch gehabt. Einmarschiert. Ja, das war halt nur ein Zufall. Okay, spielen wir jetzt Hattens? Jetzt beenden wir erstmal gerade die Folge. Achso, ja, stimmt, das macht Sinn. Oh. Ah, wir sehen hier gerade, dass der Shepard, der offizielle Typ da, ist das nicht? Wie heißt der nicht? Wie heißt der, Hatice? Colonel Shepard, kennt ihr den? Nee, wieso? Ach, der ist das! Genau, der, mit dem haben wir auch immer wieder mal Kontakt und der hat leider das Video zu spät gesehen, hätte auch gerne mitgespielt. Hat er gerade geschrieben in den Kommentaren. Aber egal, ich habe irgendwann geschrieben, Colonel Shepard und so ein Herz gemacht. Ich hoffe, das hat er gesehen. Ja. Er hat mich immer wieder getötet, als ich gegen ihn gespielt habe. Das wundert dich. Das ist der Deutsche in ihm, ja. Also, gemein. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ach so, der Colonel.